So, herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr seht jetzt Ardena zuerst und dann Ronda. Und das dauert wirklich 40 Minuten. Ja, ich hoffe, ihr haltet durch. Okay, dann ab die Post. So, ich bin mitten in Ardales, ein Dorffest am Sonntag, und hier ist die Hölle los, kann man sagen. Alles voll Leute, und ich hoffe, ihr versteht mich, deswegen schrei ich etwas, ja. Und jetzt schaut es euch selber an. Hä? Und hier war mein Platz die letzten paar Tage, drei Nächte, war ich hier bei dieser alten Römerbrücke. Und jetzt fahre ich weiter. Also jetzt geht es nach Ronda. Hier ist schon bereits alles grüner, hier gibt es mehr Regen offenbar. Ja, und ich fahre immer noch mit dem Diesel, allerdings noch etwa 20 Liter sind denn. Ich fahre bereits auf Reserve. Und zwar habe ich damals 1,18 bezahlt, das waren ja noch traumhafte Preise. Ja, unterdessen geht es hoch und hoch, das wird schon langsam zu einem Problem, weil das geht richtig ins Geld. Und die nächste Tankstelle ist dann bei 1,52. Ich hätte noch tanken sollen, als er mal 1,31 war, und dann später kam dann der Krieg. Aber wer weiß das schon, das ist ja langsam wie in der Börse, wann tanken.
ja, ich werde jetzt ein bisschen tanken überhaupt und ich hoffe, dass ich dann, ja, dass es irgendwann runtergeht oder eine günstigere finde. Ja, mal schauen, ist schon ein Problem. So, ich bin im Rund angekommen und stehe eigentlich da unten in der Schlucht. Ich habe da mal eine Nische gefunden. Der Weg ist ja ziemlich eigentlich gut und ich habe jetzt dieses wunderschöne Panorama. Jetzt gehe ich mir aber noch einen anderen Platz weiter runter anschauen und sonst bleibe ich hier. Ist doch perfekt, hey, diese Kulisse. So, das wäre der andere Platz. Auch gut. Oder da unten. So, ich fahre zum anderen Platz. Der scheint mir besser zu sein. Das geht von Ronda da runter. Der ganze Weg ist etwa so, aber gut fahrbar. So, und zwar da stelle ich mich hin. So, die Nacht überstanden an meinem schönen Platz, bisschen abseits. Da unten sind noch zwei dazugekommen, spät in der Nacht. Und meine Hunde sind schon im Betteln, weil die frühstücken. Aber jetzt laufen wir da hoch. Da oben soll es, glaube ich, einen Wasserfall geben. Bin nicht sicher, ob das da ist, aber ich werde es sehen. Jetzt gehe ich mal los. Also, da hinten hat es einen kleinen Wasserfall. Jetzt gehe ich mal noch höher. Nochmal Blick zurück zum Camper. Kleines Stück bin ich schon hoch. Und jetzt geht's da hoch. Uff. So, bei der ersten Stadtmauer angekommen. Hier hat man diese Flanke geschützt. Vermutlich auch die Berber haben das gebaut. Jetzt gehen wir mal da durch. Ah, jetzt. Da ist der Wasserfall. Ja, ist jetzt nicht gerade riesig. Der letzte war größer. Aber immerhin. So, nochmal ein Blick nach unten. Geht da ziemlich runter. Meine sind da schon am Erkunden. Die Gemsen da, die zwei. So sieht das Ganze aus. So, hier ist wieder ein Zugang von der anderen Seite unten. Ich glaube, ein Rundweg, man kann da wieder ans gleiche Ort zurück. Das machen wir jetzt. Ja, da hat man einen Weg in den Felsen geschlagen. Das ist schon interessant, was die früher alles gemacht haben. Und wir profitieren heute davon, auch von den ganzen Straßen und so weiter. Ich glaube, da kommen wir zum Wasserfall. Gab auch einen Weg links. Aber wir gehen jetzt mal da. Vermutlich muss ich dann wieder zurück. So, jetzt geht es wieder hoch. Ui, da hat es ja noch Höhlen. Schauen wir auch an. Sicher Wasser, ja. Das ist eine Wasser. Vielleicht Abwasser von der Stadt. Also schon interessant. Oh, da ist das Scheißhaus. Ne? Ja, vielleicht hat da einer Wache geführt. Aber man sieht überall Mauer, Gebau von früher. Der Baum hat sich in die Mauer reingefressen, auseinandergesprengt. Also wir gehen weiter. Hochinteressant.
Da wieder ein Zugang, der kommt vom Dorf oben. Der Zugang. Ah, das ist herrlich. Mach mal Breitbild. Gehen wir schnell durch. Dicke Mauern. Hat man alles gesichert. Ui. Da wieder. Also ich denke, das ist für Abwasser. Hochinteressant, da ist noch ein Mühlestein. Noch einer. Ja, ich sehe jetzt fast nicht. So, da Mühlestein, zwei Stück. Und da hinten. Ja. So, hier ist also der offizielle Wanderweg. Der führt da durch in die Stadt hoch. Ja, bei uns wäre das niemals erlaubt, außer im Hochgebirge. Ja, also wir gehen wieder weiter zum Wasserfall. Eila hat wieder Holz gefunden. Oder wo auch immer der hinführt, der Weg. Das Ganze ist ein bisschen verwachsen. Nimm wieder den Kopf ein. Strecken. Ja, ihr seht's. So. Da unten durch. Ui, ui, ui. Und jetzt sind wir auf dem oberen Weg. Den habe ich gesehen. 5 Meter weiter oben. Also da hat man einen Zugang zum Wasser geschaffen. Wahnsinn, hat man so eine Flanke reingehauen damals. So, und von hier hat man auch super Sicht zum Wasserfall. Da unten könnte man sogar noch baden. Und wir laufen jetzt da nach vorne zur Brücke oberhalb des Wasserfalls. Okay, jetzt ist alles klar. Das ist ein Aquädukt. Ich denke, da haben sie das Wasser früher nach vorne geleitet. Das ist gar kein Wanderweg, weil hier hört es auf. Da kam das Wasser von oben. Ja. Ja, keine Ahnung, ob ich da hoch kann. Soll ich mal gucken, wie weit ich komme. So, ich bin jetzt oben und ich gehe jetzt einfach mal rein. Da ist eine Wurzel von einer Palme. Ich gehe jetzt einfach mal rein in den Felsen. Ja, die Hunde können da nicht hoch. Also. Ist fertig, da komme ich nicht mehr durch. Aber man sieht da Wasser. Also war mal. So, ich gehe wieder zurück und ich brauche Licht. Deswegen auch kurz wieder filmen, damit ich da wieder rausfinde. So, ja, Inji, ich bin da. Alles gut. Also weiter geht es nicht da. Trotzdem schön. Und wir gehen jetzt wieder zurück. Man könnte da auch hoch vorne, vermutlich ins Dorf. Aber das machen wir jetzt nicht. Vielleicht von oben dann. Also ich bin wieder weiter runter und hier hat man das Wasser also immer wieder hingeleitet, ab und zu durch den Felsen. Dann da runter. Und unten haben wir ja gesehen, was rauskommt. So, jetzt sind wir wieder da an der Stelle und wir gehen jetzt da runter. Ich glaube, da führt uns wieder zurück. Ja, das alles wurde ja von den Berbern gebaut. Man nennt sie auch Maurer. Maurer. Genau.
aber das ist nicht so ein schönes Wort, habe ich gelesen. Also ich nenne es Berber, die kamen vermutlich vom Atlasgebirge. Die haben sich da bestens ausgekannt in der Bergwelt. Und die haben eigentlich alles bebaut. Im 8. Jahrhundert hat das etwa angefangen. Und die haben hier gelebt bis ins 15. Jahrhundert. Und haben eigentlich die Berge total kultiviert. Plantagen angesetzt. Die zwei gehen da in die Höhle. Schauen, ob ein Bär noch drin ist. Leider leben hier, glaube ich, keine Bären mehr. Oh, wunderschön. Also, wir gehen jetzt da runter, damit die Hunde trinken können. Wir sind jetzt ein bisschen unterhalb vom Wasserfall. Gibt sogar ein Seil. Aber das brauche ich nicht. Aber hier muss ich kurz klettern. Ja, das ist eine schlechte Zugangsstelle. Hier komme ich zwar runter, aber von da ist es dann doch mit Kletterei verbunden. Ein gewisses Risiko machen wir nicht. Die Hunde kommen da sowieso nicht durch. Also gehe ich unterhalb, hat es noch einen Zugang. Der ist sicher besser wie der. So, nämlich diesen hier. Aha, da kann man auch klettern. Aber muss man nicht, glaub, von daher, überall sind Eisen eingeschlagen. Aha, also, jetzt muss ich mir das anschauen, ob ich da runterkomme. Naja, mit ein bisschen hüpfen. Also, ich bin jetzt doch hier runtergekommen, da hat es überall so Trittstufen, Eisen. Dann hier super Haltegriffe, dass man auch ungesichert runterkommt. Und jetzt habe ich es eigentlich geschafft. Nur meine Hunde, die kommen da glaube ich nicht runter. Ja, eigentlich bin ich wegen ihnen hier runter, damit sie trinken können. Aber das ist ein Klettersteig. Die stehen jetzt da und wissen nicht, wie weiter. Da oben die Angie. Ja, ist ein bisschen blöd. Ja, ich gehe jetzt trotzdem runter. Mal schauen, vielleicht finden sie einen anderen Weg. Die sind ja ziemlich erfinderisch. Ja, Angie versucht es da drüben. Ja, ist nicht so einfach für die zwei. Kein Durchkommen. Also, aber wir sind jetzt da unten. Und das lohnt sich auch, da runter zu gehen. Man kann da auch klettern. Und man hat eine wunderschöne Aussicht auf den Wasserfall. Und sogar da gibt es ein Aquädukt rüber am Bergentang. Also eins rechts, eins links. Dort geht es auf die andere Seite. Oh, das ist zu rutschig. Das ist zu rutschig. Da bin ich gerade wieder umgedreht. Wenn ich da ausrutsche, dann fliege ich da runter. Also, dann lasse ich das. Ja, früher war mein Übermut größer, mit dem Alter kommt die Vernunft zurück. Aber die Neugier ist immer noch da, jetzt gehe ich schnell darüber. Gucken, bisschen klettern. Auch hier eine wunderschöne Stelle zum Meditieren, zum Baden, zum Alleine sein. Ja, jetzt fällt dann irgendwann, fängt es an zu regnen. Aber wunderschön. Also Wasser gibt es genügend zum hier leben. Da ein Stein. Fehlt nur noch der Acker. Ne? Also für meine Wölfe ist kein Durchkommen. Die warten da oben immer noch. Und jetzt gehe ich zurück. So, da ist die Angie. Die wartet immer noch, die Eila. Sucht wieder und kommt zurück. Kein Durchkommen, aber sie sind schön anständig. Die wissen selber, was geht und was nicht. Und jetzt muss ich da wieder hoch. So, die drücken ihre Freude aus. Ja, bin wieder da. Ja, Angie. Ja, Angie. So, bin wieder da oben. Da unten war ich ja.
Da sieht man das Aquädukt. Wahnsinn. Das wurde darüber geführt. Jetzt mit Leitungen, aber früher. Alles nur am Stein entlang. So, wieder hoch. Jetzt nächste Abzweigung. Rechts von oben links. Ich glaube, der führt wieder zurück. Die zwei sind weiter hoch. Ja, die kommen dann wieder angeschossen. Jetzt ist der Boden ein bisschen rutschig, weil es hat leicht geregnet gehabt vorher. Ah, da ist ein Gebäude. Das ist aber neueren Ursprungs. Ja, hier, wie Römerstraße, hat mich fast auf die Schnauze gehauen, weil es ist rutschig. Es hat angefangen leicht zu regnen. Also, aufpassen, mehr aufpassen. Immer wieder sind so riesen Haken anzutreffen. So, weiter auf den alten Spuren. General Electric, hier war ein E-Werk. So, jetzt hat Angie uns auch gefunden, nach 5 Minuten. Ah, vermutlich hört hier der Weg auf, wenn ich Pech habe. So, jetzt sind wir im Gebäude und die haben das Lichtproblem perfekt gelöst, da in diesem Haus, indem dass sie das Dach weggelassen haben. Nein, das ist natürlich zusammengebrochen. Oh, da geht eine Treppe runter. Links geht auch ein Weg durch, wir erkunden natürlich alles. Wir wollen immer alles wissen. Ui. Aha, da ist der Keller. Der Keller. Ja, Heiler. Also hier, das war mal mit Wasser gefüllt. Schon interessant, hä? Interessant. So, da kam das Wasser durch und ging dann auf die andere Seite. Hier wieder raus und da vermutlich die Röhre runter. Und wir gehen jetzt mal da durch, in der Hoffnung, der Boden hält. So. Also, hier noch Spuren. Da ist auch noch eine Zuleitung. Und jetzt bin ich unterhalb. Auch da schauen wir rein. Tja, was war das? Lager. Also, wir gehen jetzt weiter. So weit wie halt kommen. Ich befürchte, dass hier dann fertig ist. Aber auch das schauen wir uns an. Und zack, geht's runter. So. Da wurde das überschüssige Wasser weitergeleitet, was zu viel kam. Da ist das nächste Gebäude. Da ist die Natur zurückerobert. Wie alt ist der Baum? 20, 30 Jahre, denke ich. Da mitten im Felsen eine Nische, für was die gut war. Also, wir gehen jetzt zurück und da unten hat es noch einen Weg. Mal schauen. Aber ich glaube, ich muss dann ganz zurück. So. Gut bebaut. So. Jetzt gehen wir da hoch, gucken uns das noch an. Oh, eine Höhle. Was man da alles entdecken kann. Also auch hier sehr interessant, wie das Wasser da überall hingeleitet wurde. Eine Röhre nach dem anderen, da muss extrem viel geflossen sein früher. Ja, und wir gehen jetzt da in die Höhle. Die ist sogar gestützt. Sicher ist sicher. Also ein super Schlafplatz. Hier hat auch schon jemand gelebt oder geschlafen. Das ist die Toilette. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Also da hat es überall Becken.
So, jetzt ist die Kamera noch an. Ja, einer von euch weiß das sicher. Könnt ihr mir sagen, für was das war? Sicher für Wasser oder sind das Toiletten? Nein, so viele. Hier war ja keine römische Legion. So, schauen wir den letzten Weg noch an. Er geht da ins Gebäude. Da kam viel Wasser raus, da sieht man das Holz. Wie marode das jetzt ist, da auch. Aber noch hält's. Und ich schätze, dass es jetzt dann nicht mehr weitergeht. Aber trotzdem interessant. Also da war mal ein Boden drin, der ist runtergestürzt. Oh, da geht's raus. Da muss ich jetzt rüberhüpfen. So, geschafft. Oh, meine zwei Wölfe müssen da auch rüberkommen. Komm, du Kumpe. So. Geil, er sucht wieder einen anderen Weg. Ich weiß nicht, ob die da durchkommen. Aber der Weg führt weiter. Jetzt mal schauen. Also, die müssten springen, dann würde es sicher gehen. Jetzt muss ich aber schauen, ob ich hier weiterkomme. Ja, das sieht doch aus wie nach einem Weg. Ja, das geht weiter. Und der Winner des Tages, Angie, ist gekommen mit einem Sprung. Leider nicht gesehen. Ja, die Eile scheint nicht zu kommen. Dann muss sie einen anderen Weg suchen, oben durch. Die kann das und ist schlau genug. Und wir gehen da weiter. Ich glaube, da oben kommt auch noch ein Weg. So, die Angie hat ein bisschen Angst. Wunderschöne Natur. Also die Ayla, die kommt nicht. Ich glaube, die geht noch zurück den alten Weg. Da oben hat sie noch Schafe. Ich glaube, da oben ist sie beim Hirten. Die Eile wartet, die Angie wartet auf ihre Mutter, die nicht kommt. Das war nicht der Eile, das war der Hirtehund. So, bin wieder alleine. Jetzt frühstücke ich erstmal, warte auf Eile, die kommt dann schon. So, da kommt sie ja sogar vom gleichen Weg. Super, Ayla, da oben sind die Schafe. Super, Ayla, sie hat es geschafft, etwa 3-4 Minuten nach uns. Fein, Ayla, fein, bist du schlau, gell? Ja. So, ich bin wieder in meiner Höhle. Wunderbar. Brot habe ich heute Morgen schon gebacken. Wie immer Dinkelbrot mit Walnüssen und großen Sultaninen, Blaubeeren getrocknete, das schmeckt wirklich lecker. Und ich mache ja eigentlich mein Brot immer selber, wie ihr wisst. Und jetzt wird gefrühstückt. So, perfektes Timing erwischt, weil jetzt hat es angefangen zu regnen, eine halbe Stunde später. Und jetzt zeige ich euch, wie ich immer heize. Ja, eigentlich immer mit der Klimaanlage heize ich. Der Lüfter da, der Wärmetauscherlüfter, der läuft auch immer, da muss ich nie Fenster öffnen. Und draußen ist nur 8 Grad, drinnen habe ich 24, schön angenehm, Kaffee ist auch da. So läuft das bei mir alles über elektrisch bei diesen Temperaturen und morgen kommt ja wieder Sonne. Ist das kein Problem, der Verbrauch ist auch minimal eigentlich mit der Klima. Das ist wie eine Warmluftheizung, nur braucht sie viermal weniger Energie. So, jetzt schauen wir uns noch schnell runter an. Dummerweise regnet es. Aber ich bin jetzt trotzdem raus. Das ist schön. So, hier die Stadtmauer und das andere Ende der Stadt. Da drin ist die Altstadt.
Wunderschöne Gebäude. So, bei dem Regen bin ich jetzt in ein Restaurant geflüchtet, im Außenbereich. Und da können auch die Hunde da sein. Oben im Dorf. Einfach das Erstbeste. So, endlich hat es aufgehört zu regnen. Und die Straßen sind leer gefegt. Ein Vorteil. Aber es ist kalt. So, diese Nacht war extrem kalt. Solarmodule sind oben, Eis hat sich gebildet und jetzt seht ihr mal, wie dieser Lüfter wirklich cool ist mit Wärmerückgewinnung. Wenn ich jetzt den nicht laufen hätte, wären die ganzen Scheiben angelaufen. Jetzt sind sie da nur am Rand. Da ist eine leichte Kältebrücke, überall nur am Rand. Das kann ich aber sein lassen. Jetzt kommt dann die Sonne, dann tut die das weg. Brennen. Die Hunde waren auch drin, die waren nämlich nass, die wollten rein, es ist draußen feucht, es hat geregnet. Ja, also tipptopp. So, ja, eben neue Morgen und ihr seht, es hat sogar Nebel, es ist richtig kalt geworden. Aber jetzt kommt die Sonne, auf die freuen wir uns. Allerdings ist sie da oben schneller da wie bei mir. So, auf ein neues durch die Altstadt von Rwanda. Und gestern muss ich abbrechen, es hat da wieder angefangen zu regnen. Also, wir sind auf der Suche nach den Banos Arabios, also die arabischen Bäder. Irgendwo sind die. Also, wir müssen hinter der Mauer, da oben ist die Mauer, jetzt bin ich noch mal rundherum. Wir müssen hinter der Mauer durch, dann irgendwo da unten sollte dann das arabische Bad kommen. So, da müsste es sein. Jetzt hoffe ich, dass es offen hat. Ja, da ist es. So, ich bin drin. Jetzt schauen wir das Ganze mal an, was da noch übrig geblieben ist von diesen Bädern. Fehlt nur noch das Wasser. Da ist ein Bad. Da keines. So machen wir Breitbild. Wunderbar. Also, das war's bereits schon. Also, der Eintritt hat 4,50 Euro gekostet. Und jetzt schauen wir, was sonst noch da gibt. Ja, die guten Araber, die waren im 6. Jahrhundert unserer Zeit voraus. Da kommt man nicht rein. Zwar waren die damals technisch wie auch medizintechnisch, waren die ja vor uns eigentlich mit Erkenntnissen. So, jetzt bin ich oberhalb. Alles Luftlöcher.
Ja, das war's eigentlich schon. Es gibt da noch einen Film. Der ist momentan in Spanisch. Jetzt gehe ich noch mal runter. La leñera y accesible a través de un nivel de vapor en la sala. Este mismo sistema de baños se siguió utilizando durante siglos. So, das Englische, das dauert, bis das kommt. Ich habe keine Lust zum Warten. Und ja, das war's von diesen Banyos. Da sind die Banyos, das ist gerade nebenan. Und hier fließt das Wasser runter. Die Altstadt. Schön, schön. Mir gefällt das, diese alten Häuser. Also lieber wie so Betonklötze. So, hier die Neustadt. Da läuft's. Eine Maskerade da, so draußen. Aber es ist, glaube ich, freiwillig. So, jetzt gehen wir mal da zu den Klippen, zum Aussichtsturm oder Aussichtsplattform. Das scheint eine Stierarena zu sein. So, jetzt schauen wir mal. Darunter, es ist zum Glück noch früh. So, da war ich gestern, da war das Elektrizitätswerk. Da unten ist mein Camper, der steht ja immer noch fast im Schatten. Mann, oh Mann. So, das ist die Aussicht. Noch ein bisschen Nebel. So, jetzt fahren wir zu der Brücke, die über einen Felsen zum anderen rüberführt. Und das wäre hier. He? Unscheinbar von oben. So, da kann man sogar noch runter, wenn man da Eintritt bezahlt. Was man da allerdings sieht, weiß ich nicht. Aber so sieht das von oben aus. Interessant. Jetzt geht's über die Brücke, die Hunde auf dem Gehsteig, Trottoir und ich auf der Straße. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite der Brücke. Wahnsinn. Ein Riesenkrater zwischen zwei Felsen, kann man sagen. Schon interessant, da zu wohnen. Ja, herrlich, diese Schlucht. Das Wasser kommt von rechts, fließt da runter. Und hier befinden wir uns wirklich in der Altstadt, auf der anderen Seite der Brücke. Und man bedenke, rundherum ist eine Schlucht. Diese Stadt hatte nur einen Zugang von einer Seite, war also schwierig vermutlich einzunehmen. Man beachte auch die Türen im Stil der Berber, überall, auch hier. So, und wir nehmen jetzt die Abkürzung, und zwar diese Stufen darunter. Für die Hunde kein Problem, für mich, ja, ja, geht schon. So, halber Weg geschafft, sind wir fast unten. Hier gibt es noch einen interessanten Weg. Diese Mauer, hier der Durchgang in die Freiheit.
Okay, super, warte dabei, ich mache jetzt kurz und Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!